Herzlich willkommen zu Weinen mit Geschichte. Mein Name ist Andreas Neumeier. Ich leite in fünfter Generation seit 2001 das Weingut El Bastian in Endingen am Kaiserstuhl. Heute will ich Ihnen meinen ersten Wein vorstellen, meinen Vintage Number 150. Ein Wein gemacht für die Ewigkeit. Die Ewigkeit. Wie komme ich darauf? Sehr oft werde ich in Weinproben gefragt, wie lange ist denn dieser Wein haltbar? Für uns Winzer haben wir natürlich gewisse Anhaltspunkte, wie wir einschätzen können, wie lang so ein Wein haltbar ist. Aber selbst wenn wir ältere Weine, ältere Jahrgänge probieren, ist es immer ein spannendes Thema, ob aus der Vermutung wirklich Realität geworden ist. Aber zurück zum Vintage Number 150, ein Wein für die Ewigkeit. Ich nehme Sie mit auf eine kleine Zeitreise ins Jahr 1891. Mein Urgroßvater, der genauso hieß wie ich, Andreas Neumeier, und ein Weingut im etwas 50 Kilometer südlich liegenden Wettelbrunn bei Staufen gegründet hatte, das Weingut Andreas Neumeier hieß, machte sich auf den Weg in das Erzbistum Freiburg zum Bischof, um dort die Vereidigung als Messweinlieferant zu erhalten. Nach ein bisschen Bürokratie damals hat er dann auch wirklich diese Vereidigung bekommen. Und zwar war es damals neu, dass das Erzbistum Freiburg eine Verordnung ausgegeben hat, wie Messwein in der katholischen Kirche aussehen muss. Das hatte aber eben dem Bischof nicht gereicht und so verlangte er von den Winzern eine Vereidigung, also eine eidesstaatliche Versicherung, dass diese sich auch wirklich an die Messweinverordnung halten. Später war das dann so, als ich noch bis Ende 2016, als die Vereidigung aufgelöst wurde, die Vereidigung zu unterzeichnen hatte, bin ich zum Pfarrer gegangen, habe dort das Formular bekommen, habe mit meiner Unterschrift bestätigt, dass ich mich an die Messweinverordnung halte. Das Ganze wurde mit Stempel an das Ordinariat, also den bischöflichen Sitz in Freiburg, geschickt, kam dann mit Stempel zurück. Wie so etwas aussieht, blende ich Ihnen hier kurz ein. 2016 wurde die Vereidigung aufgehoben. Seitdem darf Qualitätswein, also deutscher Qualitätswein oder überhaupt Qualitätswein, darf als Messwein verwendet werden. Ja, damals wie heute gab es schon das Problem, dass in manchen Pfarreien eben die Messweinflasche in der Sakristei einmal im Sommer ungekühlt und zweitens auch etwas länger im Anbruch stand, sodass die von meinem Urgroßvater verkauften naturreinen, normalen Weine manchmal die Schwäche hatten, dass sie einfach nach 2, 3 Wochen Standzeit nicht mehr wirklich gut geschmeckt haben. So kam dann recht schnell der Likörwein ins Spiel. Beim Likörwein wird der gärende Most durch Zugabe von Weindestillat gestoppt, also die Gärung angehalten. Dadurch entsteht einmal durch den Weinbrand ein hoher Alkoholgehalt und zweitens bleibt eine hohe Süße erhalten, wird konserviert, sodass dieser Wein nahezu unbegrenzt oder zumindest extrem lange haltbar wird. Ja, dass dem so ist, konnten wir zusammen im Jahr 2011 sehr gut feststellen. Am 11. Januar 2011 öffnete ich hier im hintersten Eck unseres Weinkellers ein Versteck unter einem Treppensockel, das im März 1945 von meinem Opa Franz Neumeier angelegt worden war. Mein Opa hatte seine Mitarbeiter angewiesen, 1000 Flaschen von diesem Likörwein, damals Importware aus Spanien und Griechenland, unter dem Treppensockel zu verstecken und anschließend einzumauern. Ja, warum dieses Versteck nie geöffnet wurde, können wir in der Familie heute nicht genau sagen. Auf alle Fälle flüsterte mir mein Onkel, der vor mir Kellermeister war, da hinten, da unter dem Treppensockel, da gibt es wahrscheinlich noch ein Versteck,
Wenn du Lust hast, schau mal nach. Ja, und im Januar 2011 war es dann soweit. Ich lud den Südwestrundfunk und die andere Presse ein und ich öffnete mit dem Boschhammer die Mauer. Und tatsächlich, es waren 1000 Flaschen Likörwein versteckt. Zu unserem Leidwesen waren nach 66 Jahren 800 der 1000 Flaschen ausgelaufen. Aber von den restlichen 200 gab es ganz volle Flaschen und Flaschen mit einem kleinen Rest. Und als wir selbst den Rest verkostet haben, waren wir begeistert. Der schmeckte sogar noch richtig gut. Und so kann ich sagen, Likörwein wirklich ein Wein für die Ewigkeit. Ja, zurück zu unserem Vintage Number 150. Warum erzähle ich Ihnen das alles überhaupt? Ja, unser Vintage Number 150 ist momentan der einzige in Baden erhältliche badische Qualitätslikörwein. 2001 entschied ich mich, keine Importware mehr zu verwenden, sondern Likörwein selber herzustellen. Ja, und als 2018, unser Jubiläumsjahr, eben das Weingut wurde 1868 von meinem Urgroßvater Leopold Bastian gegründet, also 150 Jahre, ergibt das Jahr 2018 unser 150. Jubiläumsjahr, als ich abzeichnete, dass dieser Weinjahrgang 2018 etwas Außergewöhnliches, ein herausragendes Weinjahr werden würde, dann war die Idee natürlich ganz schnell geboren, unser Jubiläumsjahr in einem besonderen Wein festzuhalten. Ja, und so ist dann ein Likörwein entstanden. Er hat schon eine schöne Süße. Er ist aber nicht zu süß. Im Alkoholgehalt halten wir uns seit 2001 immer an die untere Grenze von knapp über 15 Volumenprozent, ab dem es ein Likörwein überhaupt ist. Und so entsteht ein wirklich angenehm zu trinkender Süßwein. Im Jahr 2018 haben wir auch noch ein bisschen weiter experimentiert, sodass ein möglichst fruchtiger Wein entstehen sollte. Natürlich spielt in den ersten Jahren der Weinbrand auch ein bisschen seine Dominanz mit, aber selbst jetzt, wenn Sie also schon eben an diesem Likörwein riechen, es ist eine fruchtige Variante. Er verspricht schon im Geruch dieses Cremige, diese Milde des Likörweins. Und er gleitet angenehm sanft, wärmend den Gaumen hinunter. Dieser Wein ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur, weil es der 150. Jahrgang unseres Jubiläumsjahres des zweitältesten Weinhauses und Weingutes am Kaiserstuhl ist, sondern die Faszination eines Likörweines, eines Weines, der unbegrenzt haltbar ist, der für die Ewigkeit gemacht ist, aber hoffentlich der nicht in Ewigkeit in Ihrem Keller liegen wird. Aber ganz sicher, es ist die Bereicherung Ihres Weinkellers und ja, Sie merken es, ein Wein bringt selbst den Winzer zum Schwärmen und es sollte natürlich auch so sein. Dazu haben wir unsere Leidenschaft, unsere Profession im Weinausbau gefunden. Und das Schönste ist natürlich, wenn wir Sie begeistern können. Greifen Sie zu, die Menge ist limitiert. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ihr Andreas Neumeier. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Zum Wohl.